Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zur ersten Folge vom Euro Truck Simulator 2. Und wie ihr seht, wir erstellen gerade hier ein neues Profil. Ich kann mir hier zuerst meinen Avatar auswählen. Irgendwie sehen die alle komisch aus. Nehmen wir den. Jetzt hier unser bevorzugtes LKW-Design. Ich mag Scania und unser Firmenlogo. Jetzt hier unser Firmenname. So. Jetzt werde ich eben alle Einstellungen vornehmen und wir sehen uns dann wieder, wenn wir in unserem LKW sitzen. Achso, ja. Wähle die Stadt, in der du beginnen möchtest. Ich gucke mich mal hier kurz um, welche Stadt hier zur Verfügung stehen. Starten wir mal in Hannover. Eigentlich ganz zentraler Punkt. Nein, ich möchte das Tutorial nicht durchgehen. Jetzt lädt das kurz und ja, ich mache noch mal kurz einen Cut, weil ich noch schnell eben die Einstellung vornehmen muss. Willkommen im Euro Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf den Traumjob des Fahren eines LKWs. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen fahren müssen. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Käse für DB Schenker sicher zur Entladestelle nach Hannover zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahr sorgsam und sei pünktlich. So, lädt wieder. Und ich nehme kurz alle Controller-Einstellungen ein. So, jetzt sind wir hier in unserem LKW. Wir können ja mal kurz von außen angucken. Hier, den Scania. Da wollte er schon. Wir sind hier in Hannover und müssen halt, wie gesagt, eine Portion Käse, 18 Tonnen, nach DB Schenker liefern. Okay, ganz kurz geguckt, ob alles auch läuft. So, Stoppschild, kommt keiner, können wir hier links rumfahren. So, hier in Hamburg, Hannover, wird gerade gebaut, wie man da rechts sieht. Da steht unsere Garage. Und hier ist frei.
So, das war jetzt zwar nicht ganz so weit, aber ist für die erste Tour immer so. Hier ein paar Paletten. So. Ja, ich drücke jetzt mal nicht Enter, weil ich kann ja eigentlich ganz gut einparken. Und wir haben unseren Auftrag erfüllt mit ausgezeichnet. Gefahrene Strecke 1 Kilometer, Dauer 7 Minuten. Ja. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Aktueller Auftrag, frei wie der Wind. Ja. Wir sehen uns dann nach einem kurzen Cut, wenn es mit der zweiten Fahrt weitergeht. Dies ist deine Firmenzentrale. Es ist eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest, deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient, um dir eine Zugmaschine gekauft? So kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier aus betreiben. Viel Glück! Ja, danke sehr. So, wo können wir denn hinfahren? Hier, Hannover. Nach Dortmund. Ja, ist aber ein bisschen weit jetzt. Nehmen wir nochmal hier was Kleines. Für den letzten Teil hier in dieser Folge. Pizzato Transport. Mal gucken, was das ist. Upsala. So, da sind wir jetzt in diesem LKW, ein MAN. Ja. Pizzato Transport. Ja, sieht doch ganz frisch aus, der Hänger. Wir bringen ihn jetzt zu der Firma Bosch. Mal gucken, was da drinne sein wird. Wir werden es zwar nicht erfahren, aber man kann ja vermuten. Was war das jetzt? Warum? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, was er hier gemacht hat. War da irgendwie eine unsichtbare Wand oder was? Okay, hier steht drauf, Liquid Food, also flüssiges Essen. Könnte Tomatensauce für Pizza sein, wenn die Firma Pizzato heißt. So, auf jeden Fall hier die Eingang von der Firma Bosch. Sehr, sehr eng. Ah, komm, das passt, da brauchen wir nicht das Einparken überspringen. Das schaffe ich auch alleine. So. Sie haben Post. Ja, gucken wir uns gleich an. Na, schade. Ich dachte, das ist klar. Dann müssen wir noch einen zweiten Versuch ansetzen. Zack. Löse Auflieger und
Auftrag mit guter Arbeit erfüllt. 350 Euro, ja. Weißt du jetzt nicht, was davon passiert ist? Aber ja, egal. Was wir jetzt noch kurz machen, wir wählen eine Fähigkeit aus, nämlich die hier. Für, ja, Gefahrgut. Beinhaltet sehr verbreitete, zugleich aber auch sehr gefährliche Treibstoffe, wie beispielsweise Benzin, Diesel oder Kerosin. Jetzt gucken wir noch, was für eine E-Mail bekommen haben. Brandneues Scania-LKW eingetroffen. LKW-Händler Hannover. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierter Händler von Scania-LKW bieten wir eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Hannover. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, könnte Sie hier unter unseren Türen erwarten. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Scania-Händler. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir damit hier diese erste Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.